Ah, schon viel. Moment mal. Nein. Nein. Ich wollte gerade sagen, schon besser, jetzt habe ich endlich wieder Mana. Weil halt zwischen letzter Aufnahme und dieser ein bisschen Zeit vergangen ist. Aber es ist nicht genug Zeit vergangen. Nicht genug Real-Life-Zeit, weil ich wollte wieder aufnehmen. Nee. Jetzt müssen wir 2 Folgen lang mit 36 Mana auskommen. Das wird doch nix. Doppelte Geschwindigkeit, vielleicht wird es dann besser. Ich glaube, wir brauchen einfach ganz, ganz viele Mana-Tränke. Ich war, genau, Mana-Trank. Zombie-Hirne haben wir viele. Schleim haben wir viel. Wurzel haben wir viel. Es hängt, glaube ich, nur in dem Pilz. Nadeln haben wir viele. Knochen haben wir unendlich viele. Ja, also hängt nur am Pilz. Und den Pilz brauchen wir auch nur hierfür, richtig? Ich lasse mal 10 Pilze über. So. Heiltrank? Heiltrank braucht den Pilz nicht. Also ist er wahrscheinlich echt nur für Mana-Tränke. Wasser. Wasser war ein Problem. Ein Problem, den wir uns gleich mal annehmen sollten. Dummes Harz. So. Das und das. Und ich habe schon eine super Idee. Wir machen links und rechts am Ende der Welt einen Block hoch und füllen alles dazwischen mit Wasser auf. Das klingt doch lustig. Oh, wir haben kein Wasser mehr, ja. Nee, aber ernsthaft, wie machen wir das? Hatten wir nicht irgendwo ein... Genau hier. Das Ding machen wir einfach leer. Samt Fischen und allem. Von nachhaltigem Haushalten haben die Zwerge hier noch nie gehört. Also machen wir so. Das und das weg. Warten kurz. Dass ein Zwerg hierher kommt, dann übernehme ich den. Kaschan. Wir könnten auch vorher erstmal 10.000 Fische hier rausholen. Oh ne. Will keiner kommen. Sind die alle noch hier unten beschäftigt? Ah, ist gut was zu tun, aber trotzdem. Kaschan. Wie, das läuft aus, bevor das Portal ausläuft. Also wie, es kommt keine, bevor das Portal ausläuft. Vielleicht wollt ihr auch lieber Haulern oder Minern oder so. Dürft auch gleich Wasser holen. Ganz viel Aufträge für euch. Okay, ich guck mal, ob die Zwerge irgendwo... Da sind sehr viele Yetis. Und warum leben die immer noch? Die hätten eigentlich doch sterben müssen, als die Sonne oben war. Sehr komisch. Stopp. Nicht. Viele Zwerge Kontrolle übernehmen. Glück gehabt. Der wäre sonst gleich wieder reingegangen. Das oh, wir müssen jedes Mal klicken. Ja, okay, das kann jetzt dauern. Hi ho. Sind Zwerge und sind Frau. Wir haben definitiv genug Wasser. Ich glaube, es ist erst einmal runtergegangen von der Höhe. Es muss halt immer ein Zwerg... Ah, zweimal runter, dreimal runter. Muss halt nur immer ein Zwerg tauchen gehen. Nee, nicht so. Nein. Wie kriegen wir da jetzt Wasser weg? Wenn wir runtergehen müssen, dann schwimmen wir. Dann können wir nicht mehr, ne? Mache ich hier das Wasser auch noch weg und dann ist es flach genug. Nee. Okay, da muss auch noch weg. Experimente sondergleichen hier. Die Zwerge sind übrigens alle gefangen hier. Bitteschön, da ist ein Portal. Nicht ertrinken. Ich will ganz an den Rand. Komme hier noch nicht an. Okay, noch ein Scaffolding mehr. Das weg. Das weg. Noch ein Scaffold mehr. Das weg. Komm, es muss flacher werden. Ich glaube, wir generieren gerade Wasser und das ist ein Exploit. Ah, okay. Ship. Wir haben also kein Wasser generiert. Es wurde weniger, man hat es noch nicht gesehen. So, den Befehl mit rein. Den Befehl einfach nur weg.
Wir werden gleich recht viel Mana verbrauchen, allein schon für die ganzen Zwerge, die das hier abholen sollen. Wir könnten auch, anstatt 5 Portale zu machen, wir werden 5 brauchen, um hier alles wegzubekommen, könnten wir auch einmal die blauen Jungs rufen. Haken allerdings, ich weiß nicht, ob die das zeitlich schaffen, einmal hier ganz durchzuwuseln. Ja, stirb, Schnecke. So, befreien. Hier, Sammelbefehl. Das alles weg. Klappt das so? Und deswegen brauchen wir wieder, ne, 2 neue Portale. Irgendwo ist gerade ein Zwerg runtergefallen. Sieht so übel hier aus. Da, Portal. Genau, sammelt nur die restlichen Sachen. Oh, die restlichen Sachen hier ein, dann haut einfach ab. So, ich hoffe mal, währenddessen werden fleißig Tränke gebraut. Jo. Essen ist keins mehr da. Ich hätte gern Essen, das keine Kohle braucht. Brot. Oh, sehr schön. Was braucht Mehl? Mehl braucht nur Weizensamen. So, dann stellen wir ganz viel Brot her. Brot braucht allerdings viel Wasser, wodurch wir wieder das Wasserproblem hätten. Das ist... Hätte ich nicht gedacht, dass wir so Hightech, wie wir jetzt sind, noch solche Ressourcenprobleme haben. Aber das war halt, weil ich recht viel Zeit damit verschwendet habe, ne? Also hätte ich von vornherein immer mal wieder so eine Wasserholaktion gemacht oder vermehrt... Wo lauft ihr alle lang? Da. Also zwischendurch Wasser geholt, zwischendurch Holz gehackt und so, dann wäre das alles jetzt kein Problem. Was zur Hölle? Ihr sammelt jetzt ernsthaft Blätter ein? Ach Gottchen. Nee, gut. Das müsst ihr wissen. Ich kümmere mich hier um die wichtigen Sachen im Leben. Wasser. Genau. Portal. Warum schippt da keiner Wasser? Das ist komisch. Vielleicht geht das echt... Ah, doch, geht. Das geht sogar sehr gut. Das geht viel schneller, als wenn wir das von Hand machen. Sehr schön. Wie viel Wasser haben wir schon? 20. Und ich glaube, ich gönne mir ganz kurz mal den hier. Wusch. Wie viel Wasser haben wir jetzt? 68. Sehr gut. Okay. Also Wasser haben wir erstmal. Gegner haben wir auch noch. Mehl wird hergestellt. Du schläfst, du... Gehst bitte aufschlafen. Du arbeitest. Okay. Also alle angeschlagen sind am Schlafen. Dementsprechend sind auch schon viele Betten belegt. Und wenn die geheilt sind, dann können wir hier mal anfangen, schon aufzuräumen. So, dann brauchen wir noch unsere Tür wieder. Da. Das Ding muss weg. Genau, bringt euch einfach gegenseitig um. Das ist eine super Taktik. Wir brauchen zwischenzeitlich noch was anderes zu essen. Hat Fisch Nährwert so roh? Nee. Oh, was steht da? Erneuerbare Quelle für Nahrung. Ja, aber nicht roh. Dann Sapfen kann man so naschen. Ja gut, es gibt jetzt eine Diät aus Tannenzapfen und Fett. Bitteschön. Wir werden sehr viele Tannenzapfen essen müssen, um satt zu werden. Zumindest glaube ich so... Also glaube ich, dass es so funktioniert. Weil die Dinger einen Nährwert haben und Zwerge haben meinetwegen 10 Punkte Hunger. Und wenn sie einen Tannenzapfen essen, verlieren sie einen Punkt Hunger. Wenn sie ein Fett essen, das meinetwegen 3 Nährwert hat, verlieren sie 3 Punkte Hunger. Also könnten wir eigentlich durchgehen, die ganzen kleinen Sachen auch verfüttern. Wenn die Theorie denn stimmt. Was sie noch nicht testen konnte. Britzel, Britzel, Britzel. Ja komm, mach unsere nächste Tür kaputt. Ups, Ding. Die hier können auch zwischendurch sterben. So, wo sind unsere Wasserholer? Was? Und die haben kein Licht mehr.
Das heißt, es ist... Ah, hier ist das Wasser gewesen. Ja gut. Behalten wir einfach mal im Auge. Hier könnten wir theoretisch nochmal Wasser holen. Was machst du da, Zwerg? Bitteschön. Geh einfach. Genau. Anstatt dass er geht, kommt ein neuer. Ich weiß auch nicht mehr, wo willst du jetzt hin? Du holst jetzt die zwei Klumpen Wasser, die hier rumliegen. Und das Gras natürlich, weil es so selten ist. Also wenn man gerne nörgelt, ist dieses Spiel perfekt. Zwerge geben einem immer irgendwas. Wir wollten eigentlich hier unten das Mithril abbauen. Wir wollten hier oben die Diamanten abbauen. Wir wollten zwischendurch immer mal wieder Portalteile bauen. Das können wir jetzt mal machen. Heiltränke und Mana-Tränke sind in der Arbeit. Damit ich zwischendurch ein bisschen was verpulvern kann. Was suche ich gerade? Ah, Portalteile. Hier. Stahl, Mithril, Stein, Stein, Gold und komische Diamanten. Der da. Schwing. Sehr gut. Warum stehen hier drei Zwerge einfach so am Ende der Welt? Sehr skurril. Könnt wenigstens müssen arbeiten hier. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. So. Arbeit. Die Belagerung hier ist ein wenig gruselig. Aber gut, probieren wir mal ein bisschen gegen anzustänkern. Komm, 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 komm. Jo, einer tot. Zweiter tot. Wir prügeln das Auge eben durch den schmalen Gang durch. Okay. So. Goblins. Erstmal gucken, ob jemand schlafen muss. Erstmal gucken, ob jemand schlafen muss. Du musst schlafen, du musst schlafen, du musst schlafen. Du. Ja, nicht wirklich. Du nicht, du ja. Du nicht, du ja. Du nicht, du nicht, du nicht, du ja. Gut. Ihr sammelt Ressourcen ein, macht Sachen weg. Alles gut. Du, auch weg. Und auch wenn es viel Mana kostet, also nicht wirklich viel, aber auch wenn es Mana kostet allgemein, spreche ich den Spruch jetzt hier. Damit wir wieder Holz bekommen und damit wir weniger Schneefläche haben. Oder weniger potenzielle Schneefläche, genau. Das klingt. Okay. Wir haben schon sichtbare Erfahrungspunkte im 11. Level. Es könnte noch ein 12. werden. Hätte ich so nicht gedacht. Ist irgendwo ein Zwerg abhanden gekommen? Nö. Schaut soweit okay aus. Goblins. Können wir euch sprengen? Ich glaube, ich hätte das mal getestet, ob der Sprengzauber wirklich so viel Schaden verursacht. Wäre ja schon schick irgendwie. Ist der eigentlich wirklich die Tanzapfel? Nö, es geht ja dran vorbei. Du hast doch bestimmt Hunger nach dem Aufstehen. Nö. Da esse ich lieber Mehl. Obwohl, wie viel haben wir davon inzwischen eigentlich? 7 Mehl. Naja. Brot braucht Mehl und Eier und Wasser. Und wie viel Brot kommt da raus? 1? Ernsthaft? Das ist mau. Also 2 Wasser zu holen ist zwar nicht so anstrengend, aber wir brauchen Massenware an Essen. Brötchen braucht wieder Kohle. Eintopf braucht Kohle. Aber es kommt viel mehr bei raus. Ich glaube, Fischeintopf. Guck mal ganz kurz, wie viel Stück das sind. Rechnen wir das einfach mal durch. Wir sind ja Zwerge. Also richtige Zwerge, nicht diese Zwergenverschnitte hier. Es kommen 10 Stück bei raus mit einem Nährwert von 2. Was nicht viel ist, also 20. Gebratener Fisch.